Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Nochmal ganz kurz zurück zu Viva. Mhm. Wie ging das damals los? Du warst ja einer der ersten Gesichter, du warst in aller ersten Moderation mit drin, zusammen mit Heike Mackert und Nils Bogelberg. Und das war's. Nur ihr drei? Ja, wir haben die erste Stunde von Viva moderiert, wir drei. Wir waren die ersten drei Moderatoren. Alle anderen kamen dann Knall auf Fall. Ich glaube, wir waren, ich bin eingestellt worden am 23.10., das weiß ich noch, 1993. Und dann ist Viva on Air gegangen am 1. Dezember. Ja. Und vorher waren so ein paar Testmoderationen. Das wird aber immer so ein bisschen verschwiegen. Also, das war die erste Stunde. Das war der Tag 1. Das war Tag 1. Das heißt auch, Viva gab es natürlich vorher noch nicht. Das war komplett neu gegründet. Man sagt, okay, wir machen jetzt deutsches Musikfernsehen. Das heißt, auch in deiner Bewerbungsphase, Castingphase, hast du im Prinzip gar nicht gewusst, was das jetzt ungefähr wird und schon gar nicht, wie gigantisch das in deinem Leben ein Teil ist. Also ich bin davon ausgegangen, dass sie nach einem Jahr pleite gehen. Meine feste Überzeugung. Hast du denen auch gesagt? Habe ich nur gesagt. Ach so. Wer will den Schwachsinn denn sehen? Jetzt mal ganz im Ernst. Musikfernsehen auf Deutsch, wo es gab ja MTV. MTV war ja übermächtig. Ja. Ich fand die Idee schon schizophren. Ich bin ja auch zu den ersten beiden Castings gar nicht hingegangen, weil ich das so Unsinn fand. Also ich habe damals war ich, kann ich den Heinz schon, aber er war nicht mein Manager. Und dann hat mich René Rennefeld, damals seines Zeites, der war Manager von den Four Reefs, zu diesem Casting geschickt. Ich habe gesagt, Mola, geh da mal dahin, du bist ein lustiger Typ, kannst gut quatschen. Habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Und dann rief er an, ey, die haben mich aus Hamburg angerufen, die haben gesagt, du warst nicht da. Sag ich, ja, du, Auto, gerade Panne, ne, so. Und dann sagt er, ja, die haben noch ein Casting. Da muss er hingehen. Sag ich, ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ich verfahre doch nicht mein Benzin nach Hamburg, um dann zu erfahren, dass ich da nicht genommen werde. Ja. Ja, dann zweites Casting ist dann wieder im Sande verlaufen. Und hat mich gesagt, ey, Mo, aber du warst trotzdem noch im Rennen. Man hat dann nicht gesagt, den wollen wir nicht mehr. Nein, ich habe auch mich gewundert, dass sie dann, da kam das dritte Casting. Das war dann, da sagte er, pass auf, Mo, das dritte Casting ist jetzt in Köln. So, und ich habe damals schon getanzt, West Side Story für Marvin A. Smith, fürs Düsseldorfer Schauspielhaus. Und habe dann gesagt, ey Marvin, das ist ganz lustig, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Marvin, ich habe ein Casting für Viva. Und da hat Marvin mich angeguckt und gesagt, what the fuck ist Viva? Ja. Ich so, ja, das ist so, die wollen so MTV auf Deutsch machen. Und da hat er gesagt, ey, that is so stupid. That is the dumbest idea, das ist die dümmste Idee, die ich jemals gehört habe. Hat er so gesagt? Ja, what the fuck ist Viva? Du musst die Schritte lernen. Du hast jetzt hier, wir haben Premiere in einem Monat, ja, und du kannst die Schritte noch nicht. Und ich sage, bitte, ich schaffe das ganz schnell. Nur eine Stunde. Ich habe gesagt, nur eine Stunde. Von Düsseldorf nach Köln, Casting machen und wieder zurück. Habe ich genau gesagt, eine Stunde. Der so, wie soll das? Sagte, wenn du eine Stunde nicht hier bist, kriegst du richtig Stress. Ich so, alles klar, bin ich nach Düsseldorf gefahren, habe ich von Düsseldorf nach Köln gefahren, rein. Habe gesagt, ey Jungs, kann ich als erstes bitte? Alle wollten natürlich nicht als erstes. Ich bin da reingegangen. Hallo, mein Name ist Mordor Debussy, bin Tänzer, Rapper. Ich bin euer neuer Moderator. Passt auf. Dann habe ich so eine. Aber du hast ja schon ein bisschen Mühe gegeben. Nein, gar nicht. Es war ja für mich an dem Tag überhaupt keine Priorität. Deswegen war ich auch wahrscheinlich so übermäßig mit Selbstbewusstsein gefüllt, weil ich da reingegangen bin und so, ey, darf ich das erst? Du musst dir vorstellen, das sind 200 Leute. Da kommt ein Spinner rein, hi, alles klar, ey, wer ist hier, kann ich bitte als Erster rein? Alle so, okay, ja, geh. Ich so, was muss ich machen? Hier ein Video ansagen, ich sage hier das. Was doch, stelle ich mir eine Minute lang vor, ich so, ich bin der Mola und so weiter, 1,76 Meter groß, 76 Kilo, getanzt, gebreakt, könnt ihr das, schaut mal das, okay, was noch? Das Video ansagen, ich so, und ich okay, muss los. Ich sag, pass auf, ruft mich an, ihr seht mich am ersten Arbeitstag, ich bin draußen, ciao. Die haben gesagt, der Typ ist total bescheuert. Bin ich gegangen. So. Ist das alles ist großartig, das Band hätte ich gerne. Das hätte ich auch gerne mal gesehen. Eigentlich, danach kamen alle und gesagt, ja, ich bin so, und waren total steif. Ja, und sicher, ne? Die waren wahrscheinlich seit Wochen auf diesen Tag hingefiebert. Du machst das so nebenbei. Ich habe das einfach nebenbei gemacht, was mich wirklich interessiert hat. Und dann bin ich zurück und richtig Stress gekriegt, zu spät gewesen, richtig mit zum Direktor und so, boah, war richtig ärgerlich für mich. Dann rufen die nochmal an, sagen, ey, du sollst nochmal kommen. Sag ich, ey, ich kann auf gar keinen Fall kommen, vergiss das. Der Marvin dreht durch, kann ich nicht machen. Doch, du musst kommen und so weiter und so fort und so. Ich sag, ja, okay, bin ich nochmal hingefahren. Und dann habe ich Heike gesehen, so, boah, die auch scharf und so, und Nils. Ne? Und dann sagen die, ey, wir haben von deinem Casting gehört. Ich nicht so, wie meint ihr das? Die haben alle nur von deinem Casting gesprochen. Und ich sage, ich habe das ja nicht realisiert bis zu dem Punkt. Von meinem Casting. Was meinst du, wie lange hat dieses Casting ungefähr gedauert? Dass ich mir das so kurz vorstellen kann. Das klingt jetzt so nach 5 Minuten. Ja. Okay. Vielleicht 7 oder 8 Minuten. Keine 10.
Also ich musste John Cicada ansagen, ein Videoclip. Ich glaube, das haben wir per Teleprompter gemacht, oder das muss ich so sagen. Dann glaube ich noch ein Video, das die Fantastischen Vier waren oder so. Und ich musste mich eine Minute lang vorstellen. Also es war wirklich auch kompakt. Das hat gereicht, dass alle schon von dir wussten. Ja, so. Und dann, okay, was ich halt gemacht habe, ich habe halt, weil ich ja eh im Training war, ich habe eine Pürette, zwei Püretten oder drei gemacht, bin hochgesprungen, eine Tourillon gesprungen und im Spagat gelandet. Ja, natürlich, ich war Tänzer, ich war voll im Training. Für mich war das ja jetzt nichts, weil ich ja sowieso schon aufgewärmt war, konnte ich natürlich so eine Welle machen. Und ich habe gesagt, okay, ich bin halt ein Showman, mache ich Show hier. Da, auf die Idee ist wahrscheinlich keiner gekommen, dann Spagat zu machen und in die Luft zu springen. Ne? Und sich, ja, und dann vor allem sich so cool zu verabschieden. Das macht das Ganze ja rund. Ja, aber es klingt heute, ich finde es für mich jetzt, ich würde es heute nicht mehr so machen. Aber damals habe ich das ja gar nicht so empfunden. Es war einfach wirklich für mich nur dieser Druck, jetzt rein. Mhm. Es war tatsächlich ehrlich, ich muss jetzt schnell hier weg. Ja. Und wenn wir uns noch mal sehen, das sehen wir uns nur, wenn ihr mich doch mal anruft und mich hier einstellt. Ne? Ja. Alles gleich, bin draußen, weg, tack. Es war auch wirklich egal. Ich bin noch nie so cool gewesen bei dem Casting, weil ich ja heute genau weiß, was dahinter steckt. Oh mein Gott, dann kriegst du den Vertrag, dann verdienst du so und so viel. Mhm. Mein Gott, deine Karriere geht dann so. Damals hatte ich gar keine Vorstellung von nichts. Das heißt, du wusstest nicht, was das letztendlich dann für ein Job wird, wie der bezahlt wird, wie das Ganze aussieht, inwieweit du natürlich auch dein Leben dann dem widmen wirst die nächsten Jahre. Überhaupt nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich war damals in der Handelsschule und habe gesagt, okay, danach wirst du Steuerberater, ne? Machst du einen Steuerfachgehilfen, arbeitest dann ein paar Jahre, wirst du ein Steuerberater, so wirst du, hast einen akademischen Titel, ohne jemals studiert zu haben. Das war so mein Ziel, nicht in die Uni zu gehen, habe ich auch nicht geschafft, das musste ich dann auch machen später. Aber das war halt, ich glaube, das Schöne an den 90ern und das Schlimme war, man war sehr unvoreingenommen, man hatte wenig Man hatte wenig Probleme. Mhm. So, meine Freundin gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich gehe zu einer Soap. Und dann haben die ein Casting gemacht, dann waren die dann bei der Soap und haben dann irgendwie 7.000 Mark verdient. Mhm. Das war dann auch so, aber es war ja auch nicht, jeder hat Geld verdient. Jeder hat Geld gemacht, der andere hat gesagt, ich kaufe eine Disco. Hat er immer die Bank gefragt, die Bank hat gesagt, okay, kannst du das? Hat er, ich mache Veranstaltungen. Ja, hier ist das Geld für die Disco, haben die eine Disco gekauft. Ja. So, da, jeder klingt hat irgendwie sehr leicht und ja, alles war sorglos. Einfach, alles war sorglos, alles war einfach. Mhm. Easy, ne? So, der eine hat gesagt, ich arbeite jetzt als Model, dann hat er als Model gearbeitet, hat ein dickes Auto, hatte eine Wohnung, alles war so, ja, der hat auch riesen Geld gekriegt, immer 4.000 Mark pro Job, das war alles locker, das war also, keiner hatte Geldsorgen, ich weiß nicht. Und das hat ja dann auch noch Spaß gemacht. Und das hat Spaß gemacht, ja. Wirklich, hat alles Spaß gemacht. Und wenn dann war ein Sänger, dann hat gesagt, doch so eine Scheiße, ich bin eigentlich Sänger, aber ich muss jetzt in so einer Serie mitspielen, finde ich voll blöd. Aber der war dann Schauspieler, ja, also. Und hat dann Geld verdient. Das war dann so sein Problem, ja. Mhm. Mein Problem war damals, dass ich eigentlich so cooler Rapper bin und muss jetzt Blümchen ansagen. Finde ich ja voll uncool. Und Boygroups. Also, Boygroups, ey, total wack eigentlich. Ja. Ne? Und jetzt meine Homies, die real sind, die sagen jetzt, ich bin Sellout und ich bin wack. Mhm. Das war mein Problem. Mhm. Also von heutiger Sicht muss ich sagen, war total dünnsinnig, ne? Wie war das denn mit dieser Bekanntheit dann auch klarzukommen? Viva ist ja, also meiner Erinnerung, sehr schnell sehr populär geworden. Also 94, 95 war das schon in aller Munde. Ja, es waren für mich ja zwei Jahre fast. Ne? Also es war schon so, dass ich ja bekannt geworden bin mit steigendem Bekanntheitsfaktor des Senders. Ja. Ja? Ja. Und deswegen ist das für mich noch relativ sanft gewesen. Ne? Also mit meinem durchaus übersteigerten Ego. Wenn ich jetzt später gekommen wäre und von 0 auf 100 beschleunigt wäre, das wäre nicht gut gegangen. Okay, ja. Ich bin ja so schon ein bisschen, ich bin der Mittelpunkt des Universums. Mhm. Jetzt mit fast 50 Jahren ist man etwas reflektierter. Das hätte damals, wäre das in die Hose gegangen. Ne? Da hätten sie ein Monster kreiert. Es war schon gut, so ein bisschen am Anfang klein gehalten zu sein und zusammenzuwachsen. Ja, richtig. Das war schon ganz gut, sodass man mich da so ganz langsam reingeführt hat. So die anderen Moderatoren, die dann einfach so. Die waren ja bei Interaktiv und dann waren die einfach deutschlandweit bekannt. Ja. Eine Sendung. Das ist ja, was ich dir eben schon vorher sagte, das war ja unser Internet. Ja, genau. Na, also gerade Interaktiv ganz besonders, da konnte man ja Faxe hinschicken. Ich hatte zu Hause kein Faxgerät, aber ich fand das toll, dass überhaupt die Möglichkeit bestand, dass Zuschauer sich... Fax gibt's gar nicht mehr.
Nee. Fast, nur Anwälte haben noch Faxe. Ja, das ist der Vorläufer war Telex, kennst du das noch? Ja, Telex ist aber immer jetzt aber. Jetzt haust du aber einen raus. 80er. Naja, also das war unglaublich, dass man da kommunizieren konnte. Das war eine Live-Sendung, live nachmittags nach der Schule. Es war eigentlich eine geniale Idee. Ja, Viva war ja auch sehr, sehr innovativ immer. Sie waren immer bei allen Techniken ganz vorne dabei. Wir hatten ja auch den E-Mail-Master, das war damals auch was ganz Besonderes, dass du eine E-Mail direkt in die Sendung schreiben konntest, eine Fax direkt in die Sendung schreiben konntest, anrufen konntest. Ja. Und wir hatten auch die erste Internet-Soap, ja. Das war so cool. Leider hat die Übertragungsrate gar keine Bilder übertragen können. Es gab gar keinen Player. Wir hatten auch erst Internet 2000. Also wir hatten schon da eine Internet-Soap, einen eigenen Player, den runterladen musstest. Das hat natürlich gar nicht funktioniert, aber wir hatten Schauspieler, Drehbücher, alles. Mhm. Also ist schade, weil ich glaube, Viva wäre das Vorbild gewesen für alle Fernsehsender, die was schnell diesen Sprung geschafft hätte. Ne? Also diese Brücke zu schlagen zwischen Social Media und dem Internet und Fernsehen, im klassischen linearen Fernsehen, genau. Da wäre Viva der Vorreiter gewesen. Das habt ihr im Prinzip ja bereits gemacht. Weil wir das schon seit Jahren gemacht haben. Damals waren ja Chatrooms ganz groß. Wir hatten einen Viva-Chat, der war riesig. Humongous, da waren tausende von Leuten drin in diesem Viva-Chat. Und haben dann da Fragen gestellt und haben untereinander dann gesprochen. Ich weiß, ich habe mich ab und zu mal da eingeloggt. Mhm. Das war der helle Wahnsinn, sobald mein Name da stand. Da so Fragen geredet, um Gottes Willen. Also, habt ihr das so Webcam-Chat mal gemacht, dass man dich da auch sitzen? Nee, das gab's auch später. Aber bei Interaktiv, dass man dann auch so noch so reingucken konnte in den Pausen. Und dass wir dann da noch ein bisschen Faxen gemacht haben. Haben wir also auch alles schon gemacht. Die ganzen Gespräche gehen eigentlich viel, viel länger und nicht nur 15, 20 Minuten. Das weiß man aber nur, wenn man bei www.massengeschmack.tv vorbeiguckt. Da bin ich, da sind meine ganzen Kollegen und dort könnt ihr mal reinklicken. 14 Tage kostenlos testen, das ganze Archiv konsumieren und künftig alle Folgen in ganzer Länge sehen.